Ein herzliches Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten, aka Toto und dem Clan True Warriors. Wir wollen einfach mal so ein bisschen rumfahren. Ich habe mal wieder ein bisschen umkonfiguriert. Man sieht das, ich bin auch ein bisschen verspielt. Bin heute mal auf meinem Tablet unterwegs. Dort kann ich am besten angreifen bzw. was zeigen. Ich habe schon so ein bisschen angegriffen. Im Moment mache ich nur Dunkles. Ihr seht selber, überhaupt mal einen Angriff habe ich vor einem Tag 17 Stunden gehabt. Im Hintergrund sieht man es, alle Lager sind voll. Mein Attack-Log zeigt, dass ich eigentlich vermehrt auf Dunkles gehe, weil ich das andere gar nicht mehr brauche. In der Regel, wer natürlich dann viel Dunkles hat, der hat auch viel von den anderen Ressourcen, so wie ich zurzeit farme. Und ich kann euch die letzten beiden Angriffe mal zeigen. Hier haben wir ein Replay davon. Im Moment übe ich sogar ein bisschen meinen Queen Walk, weil ich mal sehen will, wie viel die überhaupt aushält. Die Queen jetzt auf 38, wie weit ich damit komme. Okay, das ist jetzt ein Elber, der nicht gerade sehr aktiv ist. Kein Adler, kein Inferno, noch nicht so hohe Helden hier. Und ich habe jetzt auch nicht so die super duper Armee am Start. Aber zumindest lässt sich damit farmen. Und die 4000 Dunkles, die wollte ich gerne mitnehmen hier. Vor allen Dingen relativ billig, weil ich zurzeit ja überhaupt nichts an Dunklem ausgebe. Und so habe ich erstmal eine gesamte Seite mit der Queen gemacht. Komme dann von oben mit meinen Riesen und Packers rein. Die Queen geht jetzt auch in die Mitte. Und man muss sagen, in der Mitte überhaupt keinen Beschuss, gar nichts, null. Und so sind das natürlich hier schnell und leicht verdiente Ressourcen für mich. Obwohl ich es da schon an den anderen Ressourcen, die brauchte ich wirklich nicht mehr. Für mich war wirklich nur ausschlaggebend das Dunkle. Und ich hätte hier auch abbrechen können. Aber dann nehme ich die Pokis doch noch mit. 70, 72. Ich wollte jetzt den Bohrer da noch haben. Und ich glaube, ich habe die Base auch zu 100% gemacht. Das heißt, ich habe die Pokis auch mitgenommen. Auch die tun einem ja mal ganz gut, weil ich in Kristall so ein bisschen bleiben wollte. Und durch das Koboldfarmen kommt man natürlich ab und zu mal ein bisschen runter. Aber so nicht ganz geschafft, Zeit lief aus, auch nicht alle Zauber verbraucht, wunderbar. Gut gelaufen hier die Sache. Ich brauche auch nicht unbedingt meinen King. Den nächsten, den ich eben gemacht habe, den habe ich zusammen mit meinem Sohn gemacht. Weil der auch mal wieder ein wenig clashen wollte und mittlerweile, glaube ich, auch seine Queen auf 20 hat. Und damit lässt es sich auch schon ganz nett walken. Hier gehen wir ähnlich vor. Das heißt, wir clearen hier so ein bisschen mit unserer Queen. Jetzt holen wir uns schon mal den ersten Bohrer. Das heißt, das erste Dunkle geht schon mal zu mir über. Ich meine, waren immerhin 3000 mit dem, was dann noch in der... im Bonus gibt, ist das vollkommen in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt stört, wenn ich die ganze Zeit nach unten gucke. Sonst, wenn ich am PC aufnehme, schaue ich natürlich nach vorne und gucke, was dort ist. Aber so bin ich so ein bisschen gezwungen, nach unten zu gucken. Das kann ich vielleicht noch mal ein bisschen optimieren oder Kamerawinkel ein bisschen optimieren. Muss ich mal schauen. Ist auch erstmal ein Test. Ich habe das ganze Zeug hinter mir so ein bisschen umgestellt und sehe jetzt auch schon wieder, dass es da hier so ein bisschen krisselt. Ah, das stört mich unheimlich, aber ich weiß echt nicht, wie ich das jetzt noch so stellen soll. Das ist so ein Mist. Ich habe hier eben auch nochmal mit meinen Strahlern rumgespielt, ob das so ein bisschen ausschlaggebend ist. Ich mache das mal eben im Video, dann sieht man das mal so ein bisschen. Wie sich hier etwas verändert, wenn man hier so für etwas andere Lichtverhältnisse sorgt. Jetzt ist es nur noch ganz punktuell hier in dem Puffer und hier im Mikro. Aber ich selber komme eigentlich jetzt gut rüber. Das liegt natürlich jetzt an dem Schwarzen und an dem Licht, aber da denke ich mal, arbeite ich dran. Und wir gucken mal, ich muss ja so ein bisschen mal dahin gucken, denn da ist die Kamera und komischerweise gucke ich immer hier in mein Konfigurationsprogramm. Das ist irgendwie klar. Und vorne ist dann auch noch ein Moni und dahinter ist auch noch ein Monitor, den beachte ich aber gar nicht.
wir könnten eigentlich noch gleich eine Farmrunde machen. Wir gucken mal, ob hier noch jemand ein bisschen was braucht. Ich kann ja ein bisschen was spenden hier. Was haben wir? Riesen werden immer gern genommen. Dann geben wir die mal ab. Ich bin ja auch jetzt nicht gerade der kleinste Spender hier im Clan. Muss ich mal so sagen. Ja, aber wir spenden alle gut. Ja, also ganz davon ab, wir sind alle super Spender. Das ist nach wie vor hier eine krasse Truppe. Auch wenn wir nach unserer Vierer-Serie wieder einen verloren haben. Aber man sieht es deutlich. Der Gegner war stark, der Gegner war gut. Muss man einfach so sagen, muss man so hinnehmen. Wir haben das auch relativ schnell kapiert, dass, dass die wirklich richtig gut angegriffen haben. Hoch angegriffen haben, alles nicht so schlimm. Haben uns gut geschlagen, noch am Ende 76 Sterne gemacht. Mein Gott, mehr war einfach nicht drin. Der Gegner hat es ein bisschen besser gemacht. Und wir gucken mal, was wir finden. Mal gucken, ob wir so schon ein bisschen was Dunkles finden. Ich würde sagen, so ab 2.500, 3.000. Da greifen wir mal an. Mal gucken, was wir machen müssen. Ich nehme auch gerne Elber, auch wenn ich da ein paar Pokis verliere. Ah, das ist natürlich immer ein gefundenes Fressen, wenn man Gold und Elex farmt. Aber das farm ich, muss ich leider mal so sagen, jetzt echt nicht. Das ist zwar sehr schade, aber morgen geht es wieder los. Ich glaube, ich habe im 14 Stunden Bauarbeiter frei. Dann geht das weiter. Ja, das ist wieder klar. Ah, das kotzt mich auch so an. Ich meine, nein, es kotzt mich nicht an. Ah, ich bin aber im richtigen Wireless LAN. Ich habe hier drei Wireless LAN am Laufen und komischerweise bucht sich das Tablet immer in dem weit entferntesten Wireless LAN an. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber es ist so, so muss ich mal wieder umschalten. Und dementsprechend wechsle ich dann auch. Also vor den Angriffen gucke ich immer nach, ob ich nicht gerade wechseln muss, um dem zumindest zu entgehen. Und dann gucken wir mal. Okay, da ist noch nichts für uns bei. Ah, der sieht eigentlich mal ganz gut aus. Streng genommen könnte man ja mal machen, damit man mal weiß, wo man steht. Ne? 3-9, ein Bohrer da, einer wahrscheinlich noch auf der ganz anderen Seite. Nee. Ich würde sagen, wir wagen es einfach mal. Es ist auch mal ganz egal. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, damit die uns nicht abhaut, die Queen, müssen wir so ein bisschen klären hier. Die soll ruhig andersrum gehen oder soll reingehen, das ist ganz egal. Okay, die geht jetzt aber schon mal ganz gut. Dasselbe machen wir hier eben mal. So, dann hauen wir hier mal ein paar Mauerbrecher rein. Ich weiß, die sind völlig unnötig jetzt, aber das ist mir jetzt auch egal. So, hier kommen die Riesen rein. Wir schicken unsere Clanburg hinterher. Und unsere drei Päcker werden hoffentlich auch mit reingehen. Hier hauen wir einen Jump rein. Gucken wir mal, rätschen mal hier schon mal eine Runde. Und mal gucken, die müssten jetzt eigentlich einfach mal so ein bisschen nach da gehen. Tun sie leider nicht. Mal gucken, wo die Queen noch so hineiert. Die Queen muss nur das Lager machen. Ja, das kriegen wir aber noch. Das sieht gut aus. Alles nicht so schlimm. Wir haben ein bisschen was verloren. Das ist nicht schlimm. Ich hätte jetzt noch so ein bisschen hier und da was setzen können, aber wir wollten ja nur das Dunkle haben. 2000 haben wir gekriegt. Naja, 2,5 ist in Ordnung. Alles gut. Truppen dauern zwar ein bisschen, aber im Moment dauert sowieso mit meinen Angriffen. Ja? Also ganz davon abgesehen. So, wir bauen mal ein bisschen nach. Wir hatten gerade ein bisschen was gespendet. Ihr seht selber, die ist auch gleich schon wieder fertig, die Armee. Die sind durch. Dann haben wir da noch einen Sprungheil und zwei von denen rein. Den brauche ich meistens am Ende. Und dann können wir gleich wieder Quick Train. Beziehungsweise, nee, machen wir mal nicht. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Und dann lassen wir es mal so laufen. Ich glaube, 7, 8 hatte ich immer so ein bisschen paar von denen.
7, alles cool. Gut, sieht gut aus. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall was. 13 Stunden ist mein letzter Inferno fertig. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, ich hatte eine Folge gemacht mit dem Inferno, als der auf 2 auslief. Es ist schon wieder satte 2 Wochen her. Es ist echt krass, wie die Zeit vergeht. Und in einem Tag 9 Stunden läuft mein dritter Tesla aus. Ich hatte mir eigentlich für morgen ausgerechnet, ich mache morgen den, schmeiße morgen den vierten Tesla an für 5 Mille. Dann bleiben mir noch 2,5 hier über. Ich habe 600 in der CB, das heißt, es ist eine Mauer drin. Entschuldigung. Es ist eine Mauer drin und in jedem Fall mache ich 2 Mauern wahrscheinlich auch mit Elex, weil das brauche ich jetzt erstmal längere Zeit gar nicht. Fordere mal eben so ein paar Trüppkies an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer nächsten spaßigen Folge, wie entweder mit dieser komischen Sache im Hintergrund oder aber ich könnte das auch mal mit diesem Kasten machen, das ist ja auch ganz nett. Ich würde sagen, wir sehen uns dann später. Euer Toto. Clashed.